Schön, dich zu sehen. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Accio! Incendio! Ferioso! Sehr gut gemacht! Das war interessant. Ferioso! Sehr schön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Ja. Super. Accio. Super. Accio. Incendio. Das war's mit meiner Bitte. Stufo! Accio! Incendio! Und Fink! Protego! Stufo! Bingo! Incendio! Accio!
Wasser. Konstringo. Senjo. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Du bist unschlagbar, was? Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Revelio. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie eigentlich Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw.
Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste gar nicht, dass Sie und Professor Black, hier zusammen zur Schule gegangen sind. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt furchtbar. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Ah, wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun. Ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das haben Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Excalibur! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das...